Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist ein ganz anderer Start, es ist weniger euphorisch, wobei das eigentlich gar nicht jetzt so rüberkommen soll. Denn im Endeffekt wollte ich die Anfangsphase dieses Videos jetzt nochmal explizit an euch richten und nutzen, um von ganzem Herzen vielen, vielen Dank zu sagen an jeden einzelnen von euch, der bis dato irgendwann mal ein Video gesehen hat, der das Video geliked hat, kommentiert hat und vor allem abonniert hat. Denn im Endeffekt haben wir es jetzt mittlerweile schriftlich und ich sehe es bei mir tagtäglich hier im Zimmer. Wir 50.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Es ist eine Zahl, die komplett surreal ist, die irgendwie noch gar nicht greifbar ist. Also ich kann das noch gar nicht so wirklich realisieren aktuell. Nichtsdestotrotz, und das ist der Vergleichswert, der mir tatsächlich die ganze Zeit in den Vordergrund geschoben wird, weiß ich, wo ich herkomme. Ich weiß, wann ich angefangen habe. Der 22.11.2016 in der Phase bei mir, die wirklich ganz, ganz schlimm war. Mit vielen Verletzungen, mit zwei abgebrochenen Ausbildungen, die ich aufgrund einer Verletzung nicht weitermachen konnte, etc. pp. Mit YouTube angefangen und genau das ist die Kehrseite der Medaille, die eigentlich nur rostig und schlecht aussah und plötzlich zu so viel Gold wurde hier und mit 50.000 Abonnenten, nach über 5 Jahren harter Arbeit, treuen Support von euch, unglaublich vielen Videos und alles, was dazugehört, sind wir mittlerweile hier angekommen, wo ich meinen Traum leben kann und wo ich tatsächlich mittlerweile auch offiziell sagen kann, ich gehe am 1.4. in die Selbstständigkeit mit YouTube und kann euch noch mehr bieten als jetzt schon und es ist ein absoluter Traum und das wollte ich hier nochmal in der Form an euch zeigen, beziehungsweise an euch richten, denn im Endeffekt kommen jetzt in naher Zukunft viele Videos, ich hätte Bock auf ein FAQ, ja, was vielleicht so ein bisschen als 50k-Special sein könnte, es kommt ein Video als kleines 50k-Special in Form von einer STG, es kommt dann ein 50k-Special, mit dem ihr vor allem nicht rechnet und ich aber unglaublich viel Bock drauf habe und ich glaube, wenn das Video dann online ist, sehr viele von euch auch, die dann glaube ich so einen kleinen nostalgischen Hintergrund mitbekommen, wo die Serie neu auferlebt wird, sage ich jetzt einfach mal so, aber ich will nicht zu viel verraten, spekuliert gerne mal in den Kommentaren und im Endeffekt bin ich einfach nur unendlich dankbar dafür. Es ist, keine Ahnung, noch glaube ich, kann ich das nicht so realisieren. Dementsprechend fällt es mir auch noch ziemlich leicht, hier drüber zu sprechen. Auch wenn ich irgendwie sprachlos und trotzdem so viel zu sagen habe, das Ganze zugleich, ja. Das macht sich unbedingt viel einfacher, aber das wollte ich jetzt nochmal im Anfang von diesem Video loswerden. Vielen, vielen Dank an alle, die mich supportet haben, aber da gibt es dann auch noch namentliche Erwähnungen. In einem Video, was demnächst dann auch noch online kommen wird. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser STG mit dem RB Salzburg. Es war eine richtig geile STG. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert gerne kostenlos, ja, auf dem nächsten Weg. Weiter, weg von 50.000 Abonnenten bis hin zu keine Ahnung, wie weit die Reise geht. Vielen, vielen Dank, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Die Facecam verschwindet, wir starten rein. Danke für alles, Liebe geht raus an jeden Einzelnen von euch. Let's go. Viel Spaß beim Video. Wir starten rein in die erste Spielzeit mit RB Salzburg und wir haben bereits die Sommertransferphase hinter uns bei einem Club, der nicht nur aufgrund sehr vieler junger, potenzieller Superstars für die Zukunft so interessant ist, sondern auch überragende Arbeit leistet. Ob man sie mag oder nicht, Salzburg hat auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Das sehen wir allein an dieser Startelf und das sehen wir auch an den mittlerweile verpflichteten Spielern, denn es kam Adrian Truffert, der kam für 9,1 Millionen, dann kam Pablo Gavi für 12, wir haben noch hier Lautaro Morales für 7,9 geholt und Morato hier für 9 Millionen von Benfica Lissabon. Von vornherein hatten wir über 20 Millionen Transferbudget. Auch das zeigt mittlerweile natürlich den wirtschaftlichen und finanziellen Marktwert eines solchen Vereins. Natürlich auch irgendwo durch natürlich den Geldgeber. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ulmer ging für 1,25 Millionen. Wir haben sehr viele junge Spieler verliehen. Es ist ein unglaublich geiler Kader. Onguena haben wir verkauft. Sesko, den haben wir natürlich auch verliehen. Keuta 11,1. Diambu verliehen. Ihr seht ja alles im Hintergrund. Und da ist noch Junuzovic gegangen. Also die Routiniers wollten wir so ein Stück weit los werden. Das könnte wiederum natürlich auch ein bisschen kritisch werden, denn wir haben jetzt wirklich gar keine Routiniers mehr. Ich glaube, der älteste Spieler ist 3 oder 24 und das müsste hier einmal Wöber und Christensen sein. Mit einer 24, das ist absolut lächerlich und das im positiven Sinn gemeint. Diese Mannschaft ist Weltklasse. Die Entwicklungspläne werden selbstverständlich auch angepasst, denn hier wird das Potenzial ganz groß geschrieben. Jeder Spieler ist jung, jeder Spieler hat Potenzial und jeder Spieler könnte potenziell auch mal theoretisch bis zum Ende bei der Champions League mit dabei sein, denn das ist unser großes Ziel. Die wollen wir heute gewinnen. Und in der spielen wir auch direkt in der ersten Spielzeit in einer realitätsgetreuen Gruppe und die vielleicht einfachste. Aber klar ist auch, wir haben eine Mannschaft, die sehr viel Hype generiert, gleichzeitig aber vom Rating nicht mithalten kann mit Wolfsburg, mit Sevilla oder hier mit dem LOSC Lille. Denn im Endeffekt ist es ganz klar, dass wir trotzdem hier der Außenseiter sind. Zumindest in Bezug auf FIFA. Was dann wirklich passiert, das sehen wir am 1. Januar. In der Champions League wissen wir ja, gehen wir im Kalender zurück. Und genau das machen wir hier natürlich auch. Wir gewinnen zum Auftakt gegen Wolfsburg, verlieren dann gegen
gegen Sevilla und gegen Lille, beides dann auch im Rückspiel. Oh, und das sah es dann wirklich übel aus. 3 Punkte aus 6 Spielen bedeutet natürlich nicht, dass wir weitergekommen sind. Wir sind da abgeschlagen auf Platz 4, aber genau das habe ich am Anfang auch versucht, euch so ein Stück weit zu erklären. Ich denke, die qualitativen Unterschiede sind dann doch zu groß in einer Gruppe, die eigentlich nahezu machbar sein sollte, wenn wir später irgendwann mal ein gewisses Rating haben. In der Liga stehen wir auch nur auf Platz 3. Das wundert mich. Es ist zwar noch alles drin, es ist ja auch erstmal im ersten Schritt nur die reguläre Saison, bevor dann die Meisterschaftsrunde auch losgeht. Nichtsdestotrotz erwarte ich eigentlich mehr und genau dieser Erwartung muss diese Mannschaft jetzt nachkommen, denn das ist Stand jetzt einfach zu wenig, auch wenn sie in Sachen Entwicklung einen nächsten riesen Schritt genommen hat. Auch und wenn ihr später mal seht, dass irgendwelche neuen Namen mit dabei sind, die halt kein offizielles Spielerbild haben, dann liegt das daran, dass ich eben auch auf die Jugend setze und dass ich auch da immer mal wieder ein paar Spieler mitnehme, denn der Vorstand hier in Salzburg lädt da natürlich sehr viel Wert drauf und 2 davon habt ihr gerade eben direkt mal gesehen. Machen wir es also kurz und knapp in der ersten Spielzeit, die jetzt mittlerweile zu Ende ist. Wir sind dann doch österreichischer Meister geworden. In der Meisterschaftssaison setzen wir uns durch. Nur eine einzige Niederlage, davor waren wir dann aber auch Erster. Dann werden, glaube ich, die Punkte geteilt und dann aufgerundet und dann spielt man halt nochmal jeder gegen jeden, also Hin- und Rückspiel. Da sind wir Erste geworden, spielen also nächstes Jahr wieder Champions League Qualifikation. Wir holen auch das Double gegen den LASK, also Linz hat keine Chance gegen uns hier im Finale. Und wir gucken noch ganz kurz auf die Champions League, die sichert sich nämlich Manchester City gegen den AC Mailand. Wir gucken mal ganz kurz Lille und Wolfsburg, für die war ziemlich früh Endstation. 7-3 verliert Wolfsburg hier gegen den AC Milan und Lille 4-1 gegen Ajax. Also ihr merkt schon, es ist noch ein Haufen Stück Arbeit für uns, wenn wir dann mal ganz oben mitspielen wollen. Aber unsere Mannschaft, die nimmt immer mehr an Form an. Und somit würde ich sagen, kann man mit diesem Blick auf dieses Team auch in die nächste Spielzeit gehen. Ich will tatsächlich gar nicht so viel Transfers tun, denn im Endeffekt will ich einfach schauen, dass die Mannschaft sich intern weiterentwickelt. Denn ich will natürlich mit Karim Adeyemi, mit Okafor und wie sie nicht alle heißen, auch ziemlich weit gehen. Und ich hoffe halt, dass die ihre Entwicklungsschritte insoweit gehen, dass wir auch international irgendwann natürlich konkurrenzfähig sind. Und genau mit dieser Mannschaft, bis auf natürlich immer mal wieder wenige Änderungen, dann genau das Ziel erreichen, was wir natürlich von vornherein haben, den Champions League Sieg. Der Jugendscout, den wir übrigens direkt von Anfang an hatten, ist auch mal wieder rausgeschickt, Lukas Hintermeier. Ja? 4 Sterne Erfahrung, 4 Sterne auch Einschätzung, der geht dann auch nach Österreich für 9 Monate und soll uns da natürlich den nächsten Superstar bescheren, hoffe ich jetzt zumindest mal. Ihr habt es gerade hier auch noch im Büro gesehen, wir haben noch knapp 23 Millionen. Ich will es aber ehrlich gesagt nicht übertreiben, denn ich will trotzdem noch immer auf diese Mannschaft bauen, zumindest Stand jetzt. Wenn später irgendwann die Entwicklung stagniert, dann kann man da natürlich über was anderes reden. Nichtsdestotrotz, bisher sieht das richtig gut aus und das Geld nehmen wir mit ins nächste Jahr. Ian Messier, der kam für 29 Millionen von Leeds und dann haben wir hier noch Jurrien Timber, 42 Millionen, absolute Schnäppchen und die hatten beide keine auslaufenden Spielerverträge. Die sind dann auch neu. Der Rest ist natürlich noch immer bekanntermaßen der alte, ja, bis auf Truffert, den wir ja letztes Jahr zusammen mit Gavi geholt haben. Ansonsten, wie gesagt, vollstes Vertrauen in diese Mannschaft. Wir spielen auch wieder Champions League. Erstmal ganz kurz die Gruppe, Dynamo Zagreb, wir haben Inter Mailand und wir haben dann Atletico Madrid. Vor Zagreb würde ich schon gerne landen, sodass man mindestens halt noch in der Rückrunde international spielt. Das Ganze dann in der Europa League. Wir haben hier gegen Lech Posen insgesamt 7-2 in der zweiten Champions League Quali-Runde gewonnen, wo man als Meister dann eben halt erst einsteigt, ja, als österreichischer Meister. Und ansonsten super zufrieden. Keine auslaufenden Spielerverträge, keine Freigabesummen. Wir sind gesaved, haben eine bombastische Truppe und haben natürlich auch ein paar Spieler verkauft. Die will ich euch nicht vorenthalten. Diarra und wir haben sehr viele auch wieder verliehen. Dann ging Ludewig, es ging Mantel. Sehr viele waren ja ausgeliehen und sind wieder zurückgekommen. Ja, Wöber 23-1 verkauft, Morales 17-3 und ansonsten seht ihr den ganzen Rest ja hier. Es ist unglaublich viel passiert. Wir haben noch immer einen Riesenkader, so viel Potenzial und es macht einfach nur Bock, hier bei RB zu sein. Da sind wir dann also wieder. 1. Januar und jetzt blicken wir zurück, wie denn die Champions League Gruppenphase gelaufen ist. Zum Auftakt ein Sieg über Zagreb. Ganz wichtig, dann verloren gegen Inter, verloren auch leider gegen Atletico Madrid. Das war absehbar, dass wir hier nicht ins Achtelfinale kommen. Dann aber überraschenderweise Sieg Atletico, Sieg auch Zagreb und dann eine deutliche Niederlage gegen Inter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 9 Punkte ehrlich gesagt gereicht haben. Nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt in der Liga. Nur 2 Niederlagen sind da auf Platz 1. Österreich-Pokal letztes Jahr geholt, dieses Jahr nicht mehr drinne, denn wir gegen Sturm Graz im Elfmeterschießen rausgeflogen sind. Es ist unglaublich. Und in der Champions League treffen wir auf Dortmund. Yes! Wir gehen ins Achtelfinale, den vermeintlich neuen Club jetzt dann in der Realität für Karim Adeyemi ist unser Gegner im Achtelfinale und dann sehen wir uns in der Live-Simulation. Ihr seht unser Team, die Mannschaft hat unglaublich Bock, bis auf Morato und auch Aaronson haben wir überall die 81 plus, ja, und Gavi, der hat halt nur in Anführungszeichen eine 80. Gehen wir also rein gegen den BVB mit einer bombastischen Truppe, also jedes Mal aufs Neue bin ich wirklich positiv überrascht und irgendwo auch schockiert, wie schnell sich diese Mannschaft entwickelt, aber das liegt halt
dann eben an dem so jungen Alter und so hohem Potenzial. Wir gehen also rein ins Hinspiel. Zu Hause also RB gegen Dortmund. Es ist ein 2:3. Adeyemi, Haaland, Reus, Adeyemi, nochmal Reus. Es ist keine allzu gute Ausgangslage, aber trotzdem noch immer möglich für uns, wenn wir ein richtig gutes Spiel im Signal Iduna Park abliefern. Auch wenn jetzt Endstation sein sollte, es ist ein richtig guter Weg, auf dem wir uns aktuell befinden. Wir gehen also rein zum BVB Signal Iduna Park ab nach Dortmund. Und dann ist es eine Niederlage im Elfmeterschießen. Die Mannschaft hat sich nochmal beweisen dürfen. Adeyemi, Reyna, Seiwald. Und dann haben wir es leider im Elfmeterschießen nicht hinbekommen. Okafor und Sucic verschießen, genauso wie Bernede. Ist dann eben so. Ganz knapp raus gegen den BVB. Wir hatten direkt im Achtelfinale einen deutschen Vertreter. In der Realität ist das ebenfalls so. Bloß nicht Dortmund, sondern halt eben den FC Bayern München. Zumindest aus Sicht von RB Salzburg. Wir haben eigentlich das Achtelfinale erreicht und hätten sogar fast das Weiterkommen möglich gemacht. Und jetzt heißt es abwarten, Tee trinken und schauen, dass man nächstes Jahr die Mannschaft noch weiter verbessert. Und Stand jetzt ist halt Ansatz eben auf der 10 bei Aaronson, denn der hat halt nur in Anführungszeichen eine 78, was trotzdem gut ist. Aber wir haben natürlich auch Jahr für Jahr neues Geld und das wollen wir selbstverständlich auch immer wieder neu mit ausgeben. Zumindest, wenn es halt möglich ist. Spielzeit 2 ist auch zu Ende und wir sind wieder mal Erster hier mit 48 Punkten in der Meisterschaftsrunde. In der regulären Saison waren wir auch ziemlich souverän mit über 22 beziehungsweise mit über 20 Punkten, um genau zu sein, 22 Punkten Vorsprung. Es ist einfach richtig, richtig gut. Österreich-Pokal wissen wir ja, das Double ist nicht mehr möglich. Rapid Wien schlägt das Sturm Graz im Finale. Und wir gucken ganz kurz hier also noch auf die Champions League. Das geht an Paris gegen Barca. Gucken wir auf die Europa League, die geht an Juve gegen Liverpool. Und in der Conference League haben wir Granada, die tatsächlich Lazio Rom schlagen. Überraschendes Ergebnis hier, wie ich finde. Nichtsdestotrotz, der Fokus ist natürlich auf unser Team. Und das sieht aktuell so aus. Und ihr seht im nächsten Cut direkt, wie es jetzt verändert zu der mittlerweile dritten Spielzeit dann aussieht. Alle guten Dinge sind drei und da sind wir angekommen. Dritte Spielzeit bei RB Salzburg in unserer Amtszeit und wir gehen rein mit Paris, mit Atalanta Bergamo und mit ZSKA Moskau, aber auch mit einer Mannschaft, die, wie ich euch versprochen hatte, ein bisschen verändert aussieht. Das hier also ist unser Team. Morato, aktueller Kapitän mit einer 81, zusammen mit Neuzugang Loschek, noch der schwächste Spieler im Kader und vielleicht auch wieder fürs nächste Jahr ein Kandidat, den man gegebenenfalls ersetzen muss, aber das sehen wir dann. Adam Loschek kam für 30 Millionen auslaufender Vertrag, Declan Rice für 115,175323, lag daran, dass wir halt eben, ja, das Gehalt ein Stück weit anpassen mussten. Ich dachte nicht, sie nehmen es an. Dann haben sie es doch getan. Ihr wisst ja, wie sowas läuft. Dann haben wir Kamara hergegeben. 76,5 Millionen. Aaronson 32,6. Van der Werf 2,1. Piatkowski 11,3. Dedic 4 Millionen. Und das war's. Also es ist gar nicht mehr so viel passiert. Der Kader wird immer mehr ausgedünnt. Und es wird wirklich der Fokus jetzt auch auf die Entwicklung, auf das Rating gelegt. Und das ist richtig gut. Entwicklungspläne sind angepasst. Wir gehen in die Champions League. Es ist auf den ersten Blick eine brutal schwierige Gruppe. Aber eine, die man mittlerweile auch an unserem Gesamt Rating durchaus, ja, bestehen könnte, würde ich mal behaupten, aber ich will den Mund auch nicht zu voll nehmen von vornherein. Hier sind wir dann auch wieder, Wintertransferphase, blicken wir zurück. Ich habe nicht ganz so gute Gefühle, würde ich mal behaupten. Niederlage gegen Paris, dann gewonnen gegen Atalanta, gewonnen auch gegen ZSKA im Hinspiel, im Rückspiel unentschieden, dann verloren gegen PSG und leider auch nochmal verloren gegen die Bergamasken in der Liga, aber auf Platz 1, 50 Punkte aus 19 Spielen, das ist schon wirklich richtig gut. Im Pokal sind wir ausnahmsweise auch mal noch mit dabei, Runde 1 gegen den SK Sturm Graz gewonnen. Jetzt wartet hier also Rapid Wien und in der Champions League wartet, glaube ich, niemand auf uns. Doch, mit 7 Punkten kommen wir weiter aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zu Bergamo. Das wundert mich brutal. Real Madrid ist aber der Gegner. Es wird nicht einfacher. Letztes Jahr Dortmund, jetzt Real Madrid, aber ja, wie gesagt, es wird nicht einfacher. Unsere Mannschaft aber wird auch immer besser und von daher ist vielleicht doch auch irgendwann jetzt dann genau der richtige Moment, um ein solches kleines Wunder, ja, in die Tat umsetzen zu lassen. Gehen wir also rein hier. RB Salzburg gegen Real Madrid und wir haben beinahe schon das 85er Manager, nee, nicht Manager-Rating, sondern Gesamtrating im Kollektiv erreicht. Etwas bitter, wenn man bedenkt, dass man hier eigentlich statistisch gesehen mindestens ebenbürtig war und trotzdem zur 78. Minute 3:0 hinten lag. Es ist Goretzka und dann ist es Ramos hier mit einem Doppelpack, Okafor nur noch mit dem, ja, ich sag mal Anschlusstreffer, mit Ergebnis Kosmetik. Ja, da wird für uns vermutlich gar nicht mehr so viel gehen. Nichtsdestotrotz, solche Teams kommen jetzt natürlich reiheweise. Bei unseren Erwartungen, bei unseren Zielen, wir wollen natürlich regelmäßig jetzt im Champions League Achtelfinale stehen, wollen da Jahr für Jahr dann natürlich drum kämpfen, weiterzukommen
Und irgendwann, glaubt mir, irgendwann haben wir genau dann unsere Qualität, unsere Mannschaft, die wir jetzt schon zusammen haben, aber halt eben noch nicht unbedingt vom Gesamtrating plus vielleicht noch ein paar wenige Änderungen. Und dann schlägt man auch mal in einem Achtelfinale Real Madrid. Wichtig vielleicht jetzt, nicht abgeschossen zu werden, Gas zu geben und den ersten Erfolg zu feiern. Genau das meinte ich damit. Es ist Goretzka wieder mit der Führung, dann Rasmus Nissen, Christensen und Sucic. Ja, hier ist es ein 2-1 Erfolg im Santiago Bernabeu. In der Gesamtwertung heißt es leider doch eine 4-3 für Real Madrid. Glückwunsch an die Königlichen. Wir gehen raus, gehen ans Ende der Spielzeit und nehmen das aber mit für die nächste Saison, wo wir vielleicht ganz, ganz Großes schaffen können. Den Doublesieg haben wir wieder klar gemacht. Das haben wir gerade eben hier noch ganz kurz im Kalender gesehen. In der Liga konnte uns keiner mehr was nehmen. 18 Punkte Vorsprung sogar inklusive der Meisterschaftsrunde. Also da ist es ziemlich souverän über die ganze Saison verteilt. Ja, inklusive die reguläre und natürlich die Meisterschaftsrunde haben wir nur eine einzige Niederlage. Österreich-Pokal dann gegen Austria Klagenfurt 3-0 im Finale gewonnen. Die Champions League geht dieses Jahr an Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Also wir sind gegen den Finalisten ausgeschieden. Milan sichert sich die Europa League und die Conference League geht an einen portugiesischen Club mit Sporting Lissabon gegen Liverpool und das ist unsere Mannschaft. Was werden wir ändern? Vielleicht noch einen neuen Innenverteidiger und ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel Bedarf da. Vielleicht auch anstelle von Truffert noch einen neuen Linksverteidiger. Ich weiß es nicht, aber die Mannschaft, und das müssen wir einfach mal festhalten, ist zu einem ganz großen Kern und ich würde jetzt einfach mal prozentual zu 50% sagen, noch immer genauso zusammengeblieben wie vom Anfang. Okafor, Adeyemi, wir haben Seiwald, wir haben Stand jetzt auch noch immer Christensen. Ja, okay, es sind tatsächlich nur 4 Spieler, aber trotzdem, ja, die 4 werden wir auch bis zum Ende behalten. Das gebe ich euch hier jetzt schriftlich. Gehen wir mal chronologisch traditionell vor, wie das eigentlich immer in der STG der Fall ist. Ich zeige euch zu Beginn die Neuzugänge. Renan Lodi 58 Millionen und Dayot Upamecano 91. Dann habe ich euch immer die ganzen Abgänge gezeigt. Ganz so viel war es nicht. Morato ist gegangen für knapp 50 Millionen, Trofer für 67,8 zu Sporting und jeweils zu den Wolves. Das ist aktuell dann also unsere Startformation. Die kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben, lasst mich nichts Falsches sagen, eine 86 plus im Kollektiv. Eine bombastische Truppe, die jetzt Zeit hat in der Champions League Erfahrung zu sammeln gegen Napoli, gegen ZSK, nee, gegen Lok Moskau und hier noch gegen Leverkusen, wo wir dann hoffentlich die Gruppenphase erfolgreich überstanden oder überstehen werden. Und dann will ich natürlich auch in der Champions League weiterkommen. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat schon auch durchaus das Potenzial für ein Finale. Dafür müssen wir die Gruppe zum einen natürlich überstehen. Der Start ist richtig gut. Und dann will ich natürlich jetzt bis dahin auch die Mannschaft noch verbessert sehen. Und dann glaube ich, dass man in der Champions League schon irgendwo auch ein ganz krasser Konkurrent sein kann. Jetzt gucken wir mal nach vorne und wir stehen im Achtelfinale. Okay, das ist ganz wichtig. Wir gehen jetzt einfach direkt mal hier auf die Paarung. Wir treffen nämlich auf Inter Mailand, sind Gruppensieger geworden mit 13 Punkten. Rechts 3-0 Napoli, 2-2 Lok, 2-0 Leverkusen geschlagen in Hin- und Rückspiel. Dann war es ein Sieg über Napoli und eine Niederlage daheim gegen Lok Moskau. Wäre jetzt bitter gewesen, wenn es da nochmal auf alles angekommen wäre. Dem ist aber nicht so. Wir haben eine geile Mannschaft, die hat sich wirklich auch nochmal verbessert tatsächlich. Und ich glaube schon, mit ein bisschen Glück können wir auch um den Champions-League-Titel mitspielen. Also irgendwie sagt mir das so die Erfahrung, das Gefühl, dass man mittlerweile eine Mannschaft hat, auf die definitiv jede andere Mannschaft aufpassen muss, ja, und das trifft uns natürlich genauso auch mit ganz anderen Teams, das ist logisch. Es geht also zu Nerazzurri in San Siro, Inter Mailand, letztes Jahr noch Gegner bei uns in der Gruppenphase, jetzt warten sie also im Achtelfinale und ich will weiterkommen und mit einem 3-2 setzen wir doch eine deutliche Duftmarke in Richtung RB Salzburg. Adeyemi, Luis Diaz, Okafor, Lautaro und nochmal Karim Adeyemi besorgen uns den 3-2 Auswärtserfolg im San Siro. Im Rückspiel müssen wir es eigentlich theoretisch nur noch verwalten, aber das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wollen weiter munter nach vorne spielen und es ist ein 2-2. Gavi hier mit einem Doppelpack sogar. Ja, der Spanier geht ganz gut voran zum 1-0 und zum 2-2. Zwischenzeitlich noch Skriniar und Scamacca hier noch mit dem 2-2. Somit heißt es dann hier auch natürlich 5-4 ganz, ganz eng für uns. Beide Spiele waren eigentlich ungefähr auf Augenhöhe. Das nötige Glück auf unserer Seite und somit bestehen wir tatsächlich das erste Mal beim dritten Anlauf das Achtelfinale und sind ja mittlerweile, das können wir natürlich auch festhalten, im vierten Jahr jedes Mal immer wieder für die Champions League qualifiziert und vielleicht heißt es ja, alle guten Dinge sind 4, ja, ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen. Unser Gegner steht fest, es ist im Viertelfinale Real Madrid, letztes Jahr war es im Achtelfinale, genau diese Partie, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, schon ein Stück weit besser, im letzten Jahr hieß es aber trotzdem eine 3-1 Niederlage im Hinspiel zu Hause, jetzt wird es ein 1-1, es ist die frühe Führung, Gabriel Jesus, Adeyemi gleich dann aus in einem wirklich ausgeglichenen Spiel. Vinicius Junior musste verletzungsbedingt dann raus. Vielleicht ein Vorteil für uns, wenn er auch im Rückspiel fehlt. Eine Verletzung wünscht man natürlich zwar keinem, aber irgendwo könnte das natürlich schon gewinnbringend sein. Ein 1-1 ist gut. Letztes Jahr haben wir 2-1 gewonnen im Santiago Estadio Bernabeu. Und vielleicht schaffen wir ja das nochmal. Jetzt heißt es also, auswärts wollen wir wieder mal gewinnen. Und ich hoffe, das Ganze gelingt uns. Gehen wir also rein und es wird ein
3-1. Adeyemi mit der Führung, Seiwald baut dann diese Führung aus, wieder Jesus und dann Capaldo. Ein 4-2 in der Gesamtwertung. Und damit heißt es, RB Salzburg steht unter den besten 4 Teams in Europa. Juve also jetzt unser Gegner. Wir müssen ins Allianz Stadium. Die haben auch mittlerweile eine richtig gute Mannschaft. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass das jetzt der schwächste Gegner ist hier bei uns im Verlauf dieser Champions League-Saison. Wir gehen auf jeden Fall mal rein, wollen natürlich ein gutes Hinspielergebnis. Ein 1-0 ist absolut in Ordnung. Adam Loschek ist der Torschütze, der Siegtorschütze in Minute 60 von Juve, kam wirklich herzlich wenig. Das aber spielt natürlich ganz allein uns in die Karten. Und somit gehen wir jetzt dann ins Rückspiel voller Selbstvertrauen. Natürlich auch mit der richtig guten Ausgangslage und gewinnen im Elfmeterschießen. Oh mein Gott, ja, vielleicht haben wir Juve ein bisschen unterschätzt. Ryan Gravenberch in Minute 53 mit der Führung, mit dem 1-0, das dann das Hinspielergebnis selbstverständlich egalisiert hat. Nach 90 und auch 120 Minuten ist dann nichts weiteres mehr passiert. Ja, auf beiden Seiten haben die ersten drei getroffen. Bei uns dann auch noch Declan Rice, Lorente verschießt bei Juve, dann Lodi bei uns. Und Gravenberch hat die Möglichkeit, Juve zurück ins Spiel zu schießen. Ja, er hat noch das 1-0 erzielt, den Elfmeter verschießt er dann aber. Und damit sind wir ganz glücklich durch mit einem 4-3 im Elfmeter. Schießen. Nach zuvor 1-1 in beiden Partien in der Gesamtwertung heißt es jetzt, wir stehen im Champions League Finale und treffen auf entweder Manchester City oder den FC Bayern München. Es ist nicht das jetzige Achtelfinale in Bezug zur Realität. Hier im Finale ist es nämlich Manchester City. Unser Werdegang ist bekannt. Wir gucken ganz kurz drauf. City schlägt Leipzig mit 4-3, dann 4-2 Real Madrid. Ach nee, das waren ja wir. Hier City dann gegen Napoli, unseren Gruppengegner hier nach 5-5. Was ist das denn? Die müssen das Heimspiel 2-0 verloren haben und dann in Napoli 5-3 gewonnen. Das ist der absolute Wahnsinn. Dann schlagen sie Bayern hier mit 5-3 ebenfalls. Und jetzt haben wir hier also folgendes Finale. Gucken wir ganz kurz der Vollständigkeit halber auf die Euroleague. Bergamo schlägt da Tottenham. Wir gucken hier noch drauf. Everton, Dynamo Zagreb in der Conference League. Im Österreich-Pokal sind wir nicht Sieger, weil wir gegen den SCR Altach das Halbfinale verlieren. Dafür aber hoffentlich in der Liga unverändert auf Platz 1. Genau so ist es. Wir haben alle 4 Jahre die Meisterschaft geholt. Zweimal davon, glaube ich, den Pokal, müssen jetzt auf Seiwald verzichten, aber dafür bringe ich jetzt einfach Capaldo, der hat sich das auch verdient und ansonsten haben wir halt wirklich eine echt geile Truppe. Ich freue mich auch natürlich später auf Šeško, auf Sučić oder wie sie nicht alle heißen, die wir dann auch einwechseln werden. Das Team also nahezu in Bestbesetzung in einem Champions League Finale, das sie sich verdient haben und jetzt freue ich mich drauf. Manchester City im Wembley Stadium, sie haben also mehr oder weniger so ein bisschen Heimrecht, würde ich behaupten. Gehen wir aber rein, ultimativ 4 Minuten, let's go. Wir ganz in Rot und City natürlich hier in den himmelblauen Trikots von links nach rechts. Wir von rechts nach links hatten Anstoß und wollen natürlich das Spiel an uns reißen. Dass mit City eines der besten Teams auf der ganzen Welt auf der anderen Seite steht, ist uns zum einen nicht ganz egal, aber wir wissen natürlich, dass die Qualität haben. Adeyemi, erste Möglichkeit, das Ding ist abgefälscht. Wir wollen also nach vorne über unser Tempo gehen und davon haben wir ja vorne genug. Wir müssen aber natürlich auch die Defensive immer im Blick haben, dürfen diese nicht vernachlässigen, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich freue mich auf die Mannschaft, die noch immer mit 3 Spielern vom Anfangskader dasteht. Eigentlich ja mit 4, wenn wir Seiwald dazuzählen würden, aber der ist halt heute leider aufgrund zu vieler gelbe Karten gesperrt und somit müssen wir das irgendwie kompensieren. Das ist die erste Großchance und das 1-0. Adam Loschek auf der 8. Auf der 10 ist er, nicht auf der 8. Loschek, der Mann mit der 29. Unser Spielmacher auf der 10 steht goldrichtig nach richtig gutem Pressing. Wir stehen hoch, zwingen City nahezu zu diesen Ballverlusten und das war richtig gut und dann wird das Ding weitergeleitet ins lange Eck, unhaltbar für Ederson eingeschweißt und damit ist es die frühe Führung in Minute 8 und Loscheks 7. Tor in der diesjährigen Champions League Saison. Und wenn wir dann den Cheat eingeben, Karim Adeyemi, haben wir natürlich absolute Tempovorteile. Der ist im 16er, das ist so gut gespielt und es steht 2-0, weil wir City gar keine Chance lassen und der Mann mit der Nummer 20 trifft und es ist Capaldo, der heute für den gesperrten Seiwald in die Startelf gerückt ist. Hier keine Chance für den Verteidiger, Adeyemi mit ein bisschen Glück und Okafor mit der Übersicht eingeschweißt. 2-0. Ederson komplett spät hier in der verzögerten Reaktion, wie ich finde. Und auch der Verteidiger war da natürlich überfordert. Also, keine Ahnung. City will vielleicht auch nach vorne spielen, dementsprechend hinten ein bisschen löchrig. Und das spielt uns komplett in die Karten. Also, wir spielen die absolut an die Wand bis dahin. Und wieder heißt es, Adeyemi wird auf die Reise geschickt. Nathan Ake ist aber mit dabei. Auch Joe Gomez. Trotzdem behalten wir die Kugel immer noch bei uns. Also, ihr merkt, dass wir jetzt auch natürlich vor Selbstvertrauen trotzen. City ist aber, das hat man auch in den Ergebnissen gesehen, bis zu diesem Champions-League-Finale, in der Defensive anfällig, in der Offensive aber dann nahezu genauso gefährlich und schießen mehr Tore, als sie kassieren. Sonst wären sie natürlich jetzt nicht hier, aber man hat schon auch irgendwo so ein Stück weit die Tendenz ausmachen
machen können, dass die Defensive vielleicht ein bisschen schwächelt, aber vorne immer wieder das Vertrauen komplett ausgezahlt wird. Bisher sieht man davon noch nicht ganz so viel, ändert sich jetzt in der 28. Minute, gerade angesprochen. Gabriel Jesus ist dann da. Hier die Balleroberung und dann dieser Fehlpass mit natürlich ganz folgenschweren Ereignissen hier. Gabriel Jesus, ist er das überhaupt? Was Jesus? Gucken wir mal drauf. Nee, es war Anthony. Und damit das 2:1 und City ist damit wieder zurück in dieser Partie. Ein bisschen unnötig, denn so ein Fehler im Aufbau muss nicht passieren. Wir hatten ganz viel Zeit, aber es ist ein unglaublich geiles Finale bis dato. Und weiter geht's mit City und Phil Foden und das hätte durchaus wieder brandgefährlich werden können. Also jetzt kommen auch die Sky Blues so langsam aber sicher in diese Partie. Lange Bälle, wir sind jetzt unter Druck und kommen noch nicht mit dieser Situation klar. Boah, ist das schön gespielt, Anthony und Messier muss ran. Es ist jetzt tatsächlich City, die auf ein Tor spielen und riskant von Dayot Upamecano, holt aber den Abstoß raus. Das ist gut gegangen und jetzt müssen wir aufwachen, denn das 2:0, das sah natürlich richtig komfortabel aus. Es bricht aber jetzt förmlich Minute für Minute in seine Einzelteile. Mit dem nötigen Glück und dem Pausenpfiff haben wir wieder mehr Kontrolle ins Spiel gebracht und kommen über Karim Adeyemi jetzt zum 3:1. In der 64. Minute City, anhaltender Druck. Es ist Wahnsinn, was die jetzt spielen. Nach dem Anschlusstreffer hatten wir eigentlich gar keine Möglichkeit mehr. Und auch wenn wir wieder mal den Fuß zwischen die Tür bekommen hatten, es ist trotzdem eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Citizens zurück in dieses Spiel kommen und das 2:2 erzielen. Adeyemi lässt Ederson keine Chance. Nach einem lupenreinen Konter, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, hinten raus nach einer Ecke. Ja, eigentlich ja die Entstehung nach einem Eckball für Manchester City. Und dann drehen wir das Ding hinten raus. Schön gespielt, schnell, direkt. Und dann haben wir wieder die alte 2-Tore-Führung. Dreifachwechsel jetzt bei uns. Okafor geht da. Dafür kommt Šeško, Capaldo geht und Sučić kommt. Und ich glaube, Solé kommt noch für Linksverteidiger Renan Lodi. Ja, das sind jetzt die drei Wechsel. 18 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ist das Wechselkontingent bei uns also ausgeschöpft. Auf der anderen Seite kann unter anderem jetzt Ilkay Gündoğan ins Spiel bei Manchester City. Und es ist noch immer das 3:1. Und das natürlich so kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Das könnte uns jetzt in die Karten spielen. Das hier ist kein Abseits von Karim Adeyemi. Uneigensinnig das Ding nochmal hoch. Ist aber für mich viel zu eng. Ich weiß nicht, wohin. Und trotzdem spielen wir es richtig gut und markiert beinahe das 4:1 über die zwei neu eingewechselten Spieler Šeško und Sučić. Jetzt kommt nochmal hier die Flanke von Loschek. Das Ding ist geklärt, der Ball aber bei uns und somit haben wir die Kontrolle und natürlich die Zeit, die man dann als solches Team, die natürlich dann auch hier heute für diese Mannschaft, die man hat und das ist das nächste Ding. Und wieder Ederson und wir wollen schnell machen und das könnte uns jetzt um die Ohren fliegen. Wir sind bereits in der Nachspielzeit, 2 Minuten angezeigt und die erste davon ist jetzt dann auch rum. Dayot Upamecano, oh mein Gott. Eine Maschine, der ist heute hinten drin Erfolgsgarant Nummer 1, denn ohne ihn hätten wir definitiv mehr als nur dieses eine Gegentor kassiert. Der Schiedsrichter pfeift ab, das Spiel ist damit aus und wir sind offiziell Champions League Sieger mit Salzburg. Hier ist unser Kapitän Declan Rice und da ist der Henkepott, der jetzt dann natürlich neu auch die Gravur RB Salzburg in der Saison, weiß nicht, 2025, 2026 oder 2026, 27 bekommt. Die Männer in Rot jubeln, haben sich diesen Titel redlich verdient. Und damit sind wir dann am Ende dieser Sprint to Glory angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich auch sehr, sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.